Yo, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video zu Far Cry New Dawn. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Ja, und zwar möchte der gute alte Spexboy den Puma hunten. Und zwar hier irgendwo in dem Gebiet. Dort hinten gibt es einen Elite-Puma. Und den möchten wir heute hunten. Das ist bestimmt krass. Bestimmt, ja. Ich habe einen Brandpfeil ausgewählt, dass es Brandschaden geben kann. Das ist natürlich klar. Mach ich doch auch. Welchen Bogen hast denn du? Den lilanen oder was? Nee, ich habe gerade gar keinen Bogen. Ich habe die Schleuder. Schleuder, und damit will ich das machen. Hab ich. Ach, scheiße. Naja, hat nicht so gut geklappt. Sollen wir wieder hochkommen? Was ist ein Angriff? Oder und das ist Umo. Kämpfen gegeneinander. Nice KI. Die KI ist echt, muss ich sagen, echt gut eigentlich, weil der hat gebrannt und ist schnell ins Wasser gerannt. Gute Puma. Also, da steht jetzt an, den Puma jagen. Expedition würde ich gerne mal machen. Yes. Ich geh erstmal den Berg da hoch. Mutierte Elite. Was sind da für Viecher? Pokémon. Heli wäre jetzt echt nicht schlecht. Hier schafft es bestimmt hoch. Ja, safe. Oh, hier ist ein Händler. Komm mal her, Kollege. Chill mal. Chill mal. Du sollst chillen, Junge. Alter, ich bekomme 350 Titan. Für? Ich habe meine ganzen Sachen beim Händler verkauft. Ja, cool. Oh, da kann man klettern. Oh, na, perfekt, hier kann man klettern. Oh, ich habe glaube ich Puma gefunden. Okay, muss ich kurz warten, bis ich da bin. Falsch gelaufen. Ist der bei dir oder was? Ja. Okay, warte. Nur wenig Schaden. Ich sehe.
Scheiße. Schauen, was da oben ist. Sieht schön aus. Hoch noch. Ein geil gemachtes Spiel. Mhm. Okay. Ciao, Boys. Auf dem Außenposten sein, oder nicht? Könnte sein. Nee, glaube ich, da hinten geht der. Oh, ich höre mal einen Puppen. Hier, oder? Das ist ein normaler Puma. Das ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Hm. Gibt es schon einen Außenposten? Falsch ist es nicht schon auswendig, ganz Schwester, der Vater zum Film. Okay, so. Ich hab dich getötet. Geht da unten was? Ja. Was geht hier? Geht's auch rein? Lass doch mal reingehen und ein bisschen schwimmen. Mm-hmm.
glaube, das wird schwer. Aber... Ich auch, hast du auch mal trinken? Ja. Du musst jetzt nochmal. Da wo du warst. Das ist versperrt. Hä? Das ist versperrt. So, geh mal hin. Außenposten wollen wir machen. Yes. Oder? Ja. Machen wir den zuerst, oder? Den. Welchen? Den, den ich da markiert habe, oder? Ja. Ich habe halt nicht mehr viel Munition. Ich auch nicht, aber die ersten werden ja kein Problem sein. Was hast du? Ich hab noch einen Schuss in Raketenwerfer. Gib mir Deckung! Ich finde die Steinschleuder eigentlich auch schon geil. Was geil? Die Steinschleuder. Ich finde die so wack. Mit Pfeil und Bogen schon eigentlich relativ lustig. So, das, dass die blau ist? Hm? Kämpf schon, oder was? Nö, ich warte. Okay, ich bin da. Let's go. Bist du hier reinstürmen oder was? Weiße. Wir haben beide durchbogen. Ich habe die Steinschleuder mit Pfeil. Ich will die mit Flammenwerfer killen. Aber passt, du mit deinem Pfeil und Bogen. Deiner Steinschleuder. Jetzt lieg mich hier an und brenn die.
Alle Alarme geaktiviert. Okay, wenn man den Alarm immer direkt deaktiviert, dann ist ja kannst easy. Du den direkt deaktivieren? Ja, der muss grün leuchten, bevor man den deaktiviert. Easy. So. Wasser überall. Wenn man's reinigt, kann man's vielleicht sogar trinken. Jede Waffe herstellen von den goldenen. Ne, nicht alle. So, dann. Nein, ich bin nicht bereit. Ich kann den nicht machen. Warum hast du nicht den anderen Blood Dragon geholt? Ging das nicht? Doch. Nee, obwohl, der war zu teuer, glaube ich. Aber... Naja, der war zu teuer. Das Ding ist, der andere hat bessere Präzision noch. Und sind die genau gleich. Und der andere hat noch bessere Position. Der, den ich hab. Aber man kann die auch noch mal verbessern, oder was? Crazy. Wusstest du das? Kannst die Waffe noch mal verbessern? Lol. Okay. Ja, schon krass. Die wusste ich nicht. Geil, dass man die verbessern kann. Jetzt noch die MP eine goldene geholt. Ich habe jetzt auch den Bogen, Digga. Krank. Ich habe mir aber den anderen geholt, den Blood Dragon. Das sieht krank aus. Pum, siehst du mein Pfeil? Der leuchtet blau. Nein, noch nicht. Okay. Ja, oha, der ist fett, der Bogen. Der ist echt fett. Ich habe auf einer MP 84 Schuss. Du hast dich gerade angeballert. Oh nein. Bin gleich soweit. Okay, noch zwei muss ich mit Flammen in die Hand. Okay, I'm ready. Sollen wir die mit feinen Bogen zerstören oder? Ich hab mal nicht dabei. Ne? Nicht? Okay, schade. Mit was zerstörst du die? Flammenwerfer. Muss ich noch zwei Kills machen. Mit welchen? Und dann habe ich noch goldenes Sturmgewehr dabei und goldene MP. Mit dem lilanen.
Ja, ich muss noch mit dem Raketenwerfer. Soll ich... Warte, ich tu mal den Mörser hier direkt. Wurde wieder von den Highwaymen besetzt. Wenn du es zurückholst, pass wegen des Alarms auf. Falle legen. Kannst du den da drüben ausschalten? Welchen? Der bei dem MG. Meinst du den auf dem Dach? Deaktivieren? Ja, ja. Kann ich da auf den Fall legen. Wer ist das? Für welchen meinst du? Ja, kann ich mal. Okay. Kannst du noch den auf der Brücke da zerstören? Okay. Killen. Tot. Wo ist die Alarmanlage? Oder sollen wir sie jetzt killen? Ich weiß nicht, wo die Alarmanlage ist, das war ein Problem gerade. Ich hab ausgeschaltet. Noch ein. Vielleicht bei dir. Oh shit. Da wäre die Anfallalarmanlage gewesen. Easy. Easy, Digga. Mit so Waffen. Der Bogen ist crank, Alter. Alter, und dann die goldenen Waffen einfach noch verbessern, Alter. Das ist schon heftig. Soll ich auch? Ich nehme auch Bogen mit jetzt. Dann können wir Inkognito-Modus machen. Dabei, ihn dazu zu bringen, uns zu helfen. Oh. I'm ready. Ready, ready, oop! Ready up, my friend. Okay. Warte, ich check nochmal die Lage. Sie haben das Wasserloch zurückgeholt und dort ihre stärksten Kämpfer abgestellt, also sei vorsichtig.
Okay. Okay. Also. Das sind die beiden da unten, oder? Du den linken, nicht den rechten. Du den rechten, nicht den linken. Machen. Okay. Daneben geschossen. Jetzt hab ich ihn. Versucht den Mörser-Tipp auszuschalten. LTVs müssten jeden Moment angreifen! Ja, das ist super. Ach du Scheiße. Okay. Was? Du auf Krampf probierst, mit dem Bogen die Kills zu machen. Das ist nicht auf Krampf. Nee, nee. Ich kann mich nicht heilen. So, hattest du was mal dabei? Nee, ich hab nichts mit dem Inventar. Aber ich frag mich, wie die uns entdeckt haben. Ich hab wahrscheinlich zu daneben geschossen. Egal, nochmal probieren. Warte, ich mach mal. Ich will nur kurz ein paar. Erste Hilfe-Sets machen. Und dort ihre stärksten Kämpfer abgestellt, also sei vorsichtig. Sollen wir erst probieren, die Dinger da? Türme wieder. Wir dürfen das halt nicht sehen, gell, dass da welche sterben. Ich bin nicht gesehen. Hä? Boah, hier ist ein Puma, Digga. Ach, Digga. Bist du hier in der Nähe? Ich? Ja. Einen habe ich zerstört. Eine Elite.
Was? Wir haben sie eingekesselt, genau da unten. Das Wasser noch. Du hast dich von dem Angriff auf Prosperity wohl nicht unterkriegen lassen. Man kann es nochmal plündern. Ja, ja, auch schon. Ich glaube, dann kriegst du schon mal 350. Sollen wir das andere auch noch oder sollen wir zurück Expedition machen? Lass noch eine Expedition machen. Müssen wir zurück. Nach Prosperity. So. Gehen wir mal so machen. Ich tue mein Bestes, um. Denk schon. Was soll ich? Beweg deinen Arsch hier rüber, ich brauch deine Hilfe! Ich hab was für dich. Hey, Fremde. Hallo. Vielleicht heilen? Ja, ja, Heilung ist, glaube ich, ganz geil. Da muss ich Dings. Wo ist Dings? Ich muss neues Papier für Karten machen. Eure Gebete wurden erhört! Ich kann kaum glauben, dass das funktioniert hat! Da fragt die Station. Gott, 200% Gesundheit. Stufe 3. Ich hatte gehofft, dass Rush mit so einem Penicillinkasten wiederkommt. Naja, ich probiere. Soll jetzt Heilkräuter vielleicht auch noch gut machen? Das ist auch für Gesundheit. Ah, geht nicht. Werkstatt? Nee, vielleicht geht's Werkstatt. Nee. Trainingslager. Nee. Ich hab so nicht Ethanol. Tut natürlich weh. Oh, was? Hey, das hat funktioniert. Komm schon, ich hab was für dich. Was hast du für mich? Danke, dass du mir den Treibstoff besorgt hast. Jetzt können du, ich und La Grosse Patate tun, was wir am besten können. La Grosse Patate. Zocken und in die Ressourcen die große klauen. Kartoffel, Digga. Also hör zu. Die Highwaymen haben das Wrack eines Flugzeugträgers gefunden und verstecken dort Vorräte. Ah. Die dachten, sie könnten das geheim halten, ne? No, nicht vor Roger. Was immer die gefunden haben, wird auch gut für uns sein. Was meinst du? Sollen wir sie besuchen gehen? Natürlich. Und dann vielleicht einen Strandspaziergang, nachdem wir sie ausgenommen haben? Das hört sich ein bisschen... Nur ein Witz. Die Highwaymen werden stinksauer sein und wir müssen uns ganz schnell verbiesen. Also, ça tente-tu? Mouche kaputt. Bist du Franzose oder warum sprichst du so? La Grande Patate. Okay, Schwierigkeit Grad 1. Okay, meine lieben Freunde. Wollte nur Danke sagen, dass du an mich und La Grosse Patate glaubst. Muss ein Logbuch öffnen. Ja. Müssen wir. Okay, meine lieben Freunde.
Wir machen diese in die nächste Folge, glauben, oder? Ja, ich denke auch. In die nächste Folge, wir werden diese machen. Es ist so cool, wie diese ganzen Leute. Ja, also schaltet wieder ein, meine Freunde, wenn ihr sehen wollt, was da abgeht bei dieser Expedition. Okay, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Giant. Peace. Fearless.